Also falls das funktioniert jetzt, dann heul ich, weil dann habe ich mich richtig viel Kohle in den Wind geschossen. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Adopt-Me-Video. Leute, endlich bin ich mal wieder bei Adopt-Me und ich sehe, du hast Hans-Georg. Ja, ich habe Hans-Georg. Ja, Leute. Das ist also, mein Minion-Chick. Oh, es ist krank. Es ist krank. Leute, wir sind mal wieder in Adopt Me heute, um 10 Mythen in Adopt Me aufzudecken. Ich habe das Minions-Update ehrlicherweise noch gar nicht getestet. Ja, ich bin momentan ja voll im Brookhaven-Fieber, so dass ich Adopt Me so gar keine Beachtung geschenkt habe. Ich weiß, das ist eigentlich mein Lieblingsspiel, aber trotzdem, Brookhaven ist halt momentan ein bisschen spannender. Okay, wir werden heute ein paar Mythen testen, die wir hier und da auch schon kennen, Danja. Aber vielleicht ihr nicht. Und zwar ist Mythos Nummer 1, Danja, dass wenn man Star-Creator oder mehr als 10.000 Follower hat, bessere Pets bekommt. Und nein. Ja. Fake. Ich glaube auch, dass dieser Mythos fake ist. Aber, Danja, wir möchten ihn natürlich testen. Dementsprechend, wir haben ihn schon zu Genüge getestet, aber wir testen ihn heute im Mythenvideo auch. Dafür kaufen wir uns bitte einmal das Pet Egg. Ah, sorry, nein. Das funktioniert wohl nur mit dem sozusagen Themenei. Und das machen wir vielleicht mal. Glaube ich zwar auch nicht, aber ja. Wir kennen es ja. So, ne? Also wir haben ja beide über 10.000 Follower bei Roblox, glaube ich. Genau, aber wir sind zwar kein Star-Creator, aber wir testen es mal, okay? Gut, bist du schon bei der Nursery? Nein, ich muss gerade erstmal ganz kurz Hans-Georg heilen. Ja, okay, ich versuche es vielleicht mal. Ja. Ich teste es erstmal. So, Mythos Nummer 1, man bekommt bessere Pets, wenn man mehr Follower auf Roblox hat. Und ich habe etwas Seltenes bekommen. Ist also nicht der Fall. Mythos ist auf jeden Fall falsch, aber Danja, du kannst es ja auch nochmal testen. Na, aber klar doch. Aber dieser Mythos ist sowas von falsch. Ja, großartig. Mythos ist falsch, Leute. Bleiben wir direkt hier, Danja, für Mythos Nummer 2. Und zwar, wenn man, also dafür kannst du auch das Pet Egg holen, das ist relativ egal. Und zwar geht es darum, dass wenn man das Ei in der Hand hat, ne, und es dann öffnet, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, ein Legendary oder ultra seltenes Pet zu bekommen. Also falls das funktioniert jetzt, dann heul ich, weil dann habe ich mich richtig viel Kohle in den Wind geschossen. Kann durchaus sein, aber wir testen es mal. Ja, also ich habe was ultra seltenes. Ich habe den Red Panda. Aber das ist halt, also... Es ist ultra selten. Ja, und du hast... Ja, okay. Ankommen. Ungewöhnlich. Also, okay, Leute, also auch dieser Mythos ist nicht wahr. Ne, ihr könnt es versuchen, wie ihr wollt. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern es ist halt einfach Adopt-Me-Glück, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist es auch. Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich die Ex kauft, dass da schon feststeht, welches Pet da drin ist. Ja, glaube ich auch. Okay, jetzt kommen wir zu einem Mythos dann, ja, beziehungsweise ein Secret, was wir auch schon kennen. Und zwar, wie man umsonst beim Campingplatz oder beim Lagerfeuer in die Holzhütte kommt. Okay. Das hast du auch, glaube ich, schon mal gemacht, aber das funktioniert relativ einfach. Dafür machen wir uns mal einfach auf den Weg zum Campingplatz. Glücklicherweise ist das relativ einfach, denn da kann man sich nämlich kostenlose Snacks holen. Ich habe auch einen I need a snack Emote, weißt du das? Ja? Ja. Zeig mal. Da steht drauf, I need a snack. Also nicht bei Roblox. Nein, ein Emote bei YouTube und ach so, bei okay. Twitch habe ich ein Emote. Ja, okay. Ja, habe ich einen zeichnen lassen. Da ist Hefe drauf, der einen Schneck niedet. Cool. Also, hier kannst du jetzt sehen, okay, hier ist auch ein Tierchen drin, was etwas Problem... Ah, wir können es auch von der anderen Seite machen. So, sehen wir hier, normalerweise kostet das ja 200 Dollar. So, aber man kann sich einfach hier rüber... Kommt man einfach rein. Man bekommt jetzt hier auch sozusagen andere Snacks, ne? Und was denn mit dem Pet? Wenn man jetzt raus möchte, kann man einfach durch die Tür laufen. Man muss nicht auf E drücken, sondern man kann einfach durch die Tür laufen. Und dieser Mythos bzw. dieses Secret ist wahr, Leute. Man kommt umsonst in die Holzhütte hier. Dann Mythos Nummer 4 ist der Secret Room hier. Und diesen Mythos kennen wir auch schon. Und zwar ist das dieser Shop direkt hier vorne. Da müssen wir einmal rein. Aber für alle, die vielleicht Adopt Me jetzt erst neu angefangen haben oder so, oder das bisher noch nicht gesehen haben, müsste ich hier einfach durch, hier wieder raus. Und dann gibt es hier sozusagen ein Easter Egg, ne, mit Eggbird. Und ich glaube, das sind sozusagen vielleicht, die Macher von, sag mal schnell, von Adopt Me. Also vielleicht die Skins oder so, ich weiß es nicht. Die Macher von Adopt Me sind ja die auch hier verteilt sind in Town. Ach ja, stimmt, Mr. Fissi und so, stimmt. Ja, genau. Also, es gibt ein Secret Room.
ne, mit diesem Ei hier, das kann man aber nicht kaufen, aber dieser Mythos ist wahr. Okay, dann gibt es den Mythos dann ja, dass man Potions, also die Tränke, umsonst bekommen kann und das wollen wir heute mal prüfen und zwar funktioniert dieser Mythos bzw. dieses Secret so, einmal Charakter zurücksetzen und nach Hause, also es ist nicht ganz umsonst, man kann ja, wenn man jetzt auf Editieren geht, ne, im Haus und sich Stuff holen will, ja, dann gibt man Potion ein. Und dann gibt es ja, es gibt Collectors Potion? Okay, das ist es nicht. Und zwar gibt es ja diese Töpfe, wo man sozusagen halt Potion rausbekommt. Jetzt ist die Frage, wo das nochmal war. Du kannst einfach nach Cauldron suchen. C-A-U-L-D-R-O-N. Ja, genau. So, da kann man das zum Beispiel jetzt den Speed Cauldron bauen. Ne? So, habe ich jetzt mal gemacht. So, dann mache ich jetzt zum Beispiel wieder Stop. Und jetzt kann ich hier, das dauert jetzt nun eine Minute und das ist dann immer umsonst. Und dann seid ihr immer schnell sozusagen in Adopt Me. Und das könnt ihr mit den anderen drei auch machen. Und Anti-Gravity, genau, so. Ja. Die könnt ihr dann einmalig bauen, ne? Und dann habt ihr immer umsonst Tränke. Potion. Ja, Potions. Wirklich sehr, sehr cool. Also dieser Mythos bzw. dieses Secret ist wahr, Leute. Yes, yes. Hast du eigentlich meine Insel schon gesehen? Nö, kann ich ja zum Abschluss einmal machen. Ja, die ist auch ein Mythos, die Insel. Okay, so. Jetzt kommen wir zu ein paar Mythen mit Glitches. Es gibt einen versteckten Noob in Brookhaven, in Adopt Me. Ja, na, den müssen wir uns ja direkt mal angucken, würde ich sagen. Und zwar müssen wir dafür zu den Bienen. Wir brauchen ein Straw. Ja, ich weiß, ja. Hast du den schon mal gesehen? Ja, den habe ich schon mal gesehen. Ich habe schon mal irgendwann so ein Mythenvideo in Adopt Me gemacht. Ah, okay. Und da habe ich dieses Secret auch getestet. Dafür nehmen wir ein Fly- oder Ride-Pad und packen es auf den Strawler. Müssen jetzt hier rein. Dann müssen wir hinter dieses Haus, hier hinter. Und dann müssen wir hier eine Wand finden, wo man reinglitschen kann. Aber ich weiß jetzt gar nicht. Nee, du musst, glaube ich, von vorne rein. Wenn ich das jetzt noch richtig... No, ich glaube nicht. Hast du schon geschafft, Danja? Ich bin gerade noch dabei. Ich versuche es jetzt mal von vorne einmal hier. Ja, Danja ist immer noch drinne. Ja, also ich habe jetzt, mein Pad ist auf jeden Fall da drin in der Wand. Jetzt musst du Fly oder Ride musst du machen. So, jetzt bin ich, genau, hier ist er. Ja, ist der Noob da? Ja, er ist da. Oh, ich will das auch sehen. Da ist er. Also ist dieser Mythos wahr? Okay, wie bist du denn hier reingekommen? Das ist ein bisschen tricky. Erst klein machen als Baby, dann kommst du dahinter. Und dann musst du dich wieder groß machen, damit du dein Pad aufnehmen kannst und den Stroller aber am besten schon irgendwie so in die Richtung halten. Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist etwas schwierig, ja. Es ist ein bisschen schwierig, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, okay. Danja hat aber den Noob auf jeden Fall gefunden. Ja, dann etwas, was wir auch schon kennen. Und zwar ist es so, dass sich Essen verändert, wenn man es den Tieren gibt. Zum Beispiel, wir haben hier jetzt eine Schokoladenmilch, ne? Ja. Und wenn ich das jetzt meinem Fellow Deer gebe zum Feed, dann wird es natürlich hier zum Wasser. Warum? Also das ist extra gemacht, also dieser Mythos ist wahr. Und das ist, glaube ich, beim Essen genauso. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Pizza habe und diese gebe, dann wird sie... Okay, sie bleibt eine Pizza? Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, beim Essen bleibt das so. Ich glaube, das ist bei den Getränken immer. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist auch bei ein paar Foodstuff ist auch so. Also wenn ich Hotdog... Also normalerweise wird es dann auch zum Apfel. Aber beim Getränk ist es auf jeden Fall so. Warum? Weil natürlich die Tierchen jetzt kein Kakao oder so trinken sollen, ne? Oder kein Energy oder was weiß ich. Sondern sie sollen Wasser trinken. Weil das ist gut für sie. Ja. Und dieser Mythos ist wahr, Leute. Nicht nur die Tierchen sollten lieber Wasser trinken. Das gilt auch für uns. Ja, auf jeden Fall. So, dann gibt es ein Mythos bzw. ein Secret, wo man schweben kann in seinem Haus. Okay, und zwar, ich glaube, den so, kenne ich noch nicht. Ich kann das vielleicht mal auf unserer Insel hier machen. Dafür ein Bett oder ein Stuhl. Ich mache das jetzt mal mit dem Stuhl. Du kannst das gerne mit dem Bett machen. Bauen wir hier hin. Da setzen wir uns dann einmal drauf. Dann gehen wir wieder auf Edit. Wählen natürlich wieder das den dann Stuhl wegnehmen. Aus. Genau. Und dann... Stopp. Ja. Und ich schwebe. Richtig cool. Also ist natürlich ein bisschen in Anführungszeichen creepy, wenn man hier so irgendwo sitzt, wo man eigentlich nicht sitzen kann. Aber ich glaube, im Liegen ist das noch ein bisschen krasser. Danja, hast du das mal mit dem Bett versucht? Noch nicht. Soll ich mal? Ich habe es jetzt gerade auch mal im Stuhl gehabt, weil ich hier gerade einen Stuhl rumstand. Ja, dann probiere ich das mal gerade mit dem Bett. Ja. Aber es ist natürlich so, wenn man dann wieder springt oder so, dann ist man natürlich wieder... Dann ist es wieder weg, ja. Ist es wieder weg, genau. So, ich versuch's mal jetzt mit einem Basic Bed. Ja. Also mit dem Bett funktioniert das auch auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen creepy tatsächlich.
wird so aus, als sieht so aus, als würde ich so ja an der Wand sein und da so gehen oder so. Mhm. Also dieser Mythos ist auf jeden Fall wahr. Dann gibt es noch zwei Mythen dann, ja? Ja. Die auch was mit dem Glitch zu tun haben. Und zwar kann man sich einmal bei der Eisdiele in die Wand glitschen. Das würde ich ganz gerne mal testen. Bei Elsa? Und das Prinzip ist genau das gleiche wie auch beim Noob. Wir brauchen einen Strawler und ein Flypad oder Ridepad. Schnapp ich mir mal wieder. Und dann ist es die Wand direkt hier vorne rechts. Hier gibt es wohl einen Spot, da muss man ein bisschen suchen. Kann aber auch sein, dass das schon gefixt wurde. Und wie ist denn das? Sieht man da dann auch irgendwas? Ja, man ist dann so ein bisschen out of bounds, ne? Man ist dann so außerhalb der Map und kann dann sozusagen außerhalb der Map hier so fliegen. Aber... Es sieht so aus, als hätten die hier sehr viel zugemacht gerade. Ja. Also man kann hier gerade nicht mal mehr bis in die Ecke gehen. Also es müsste eigentlich direkt hier vorne sein dann, ja? Also hier gibt es einen Spot, wo man so ein bisschen an die Wand kommt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier durchkommen. Vielleicht, wenn man den... Wenn man erst sich hinstellt, dann den Stroller spawnt. Ja, versuch mal. Ja, dann ist es auf jeden Fall da drin, aber dann ist das Pad halt nicht da drin. Das ist das Problem. Vielleicht, warte, vielleicht muss man das so machen, dass man hier beim Pad ist. Ja, okay, ich glaube, jetzt funktioniert's. Ja, es funktioniert. Ich bin außerhalb, du musst sozusagen einfach mit dem Pad davor stehen und dann den Stroller rausholen. Und ja, wir sind jetzt außerhalb der... Eisdiele und ist natürlich ein Glitch, aber es funktioniert. Ob es hier jetzt einen Noob oder sowas gibt, weiß ich nicht. Wir können auf jeden Fall die Insel sehen, die wirklich ganz weit weg ist momentan. Mhm. Und ja, wir können hier wirklich überall hinfliegen, wo wir wollen. Genau, da bist du jetzt auch. Ne? Und da kann man sozusagen die Map sehen, wie sie gebaut wurde. Wirklich sehr, sehr cool. Also so ein Glitch. Ist aber, ne? Ja, es ist, ich finde es sehr interessant immer, wie das dann so aufgebaut ist, weißt du? Korrekt. Von außen. Korrekt. Und hier rein kommen wir jetzt nicht direkt. Oh, guck mal, jetzt ist auch die Sonne untergegangen. Nacht. Aber wir sehen den Mond sehen wir hier auch. Okay, alles klar. So, dann kommen wir zum letzten Mythos. Und zwar ist das der Glitch außerhalb der Nursery. Da können wir uns auch vielleicht mal direkt hinspawnen mit Pets, ne? Ja. Das war auf jeden Fall möglich, wo es noch das Ocean-Update gab. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir das schaffen, auch sozusagen hier in den Wald zu kommen. Ist genau das gleiche Prinzip. Wir holen uns wieder den Strawler. Ich möchte jetzt erstmal gucken, ob man hier überhaupt irgendwo durchkommt. Ich glaube tatsächlich, es ist hier etwas schwierig. Hallo. Und fly. Hat doch funktioniert. Auch das funktioniert. Und wir sind hier im Wald. Und ja, auch dieser Glitch funktioniert. Diesen Glitch finde ich besonders cool, weil man hier jetzt wirklich in diesem Gebiet ist. Ne? Also dieser Mythos ist auch wahr, Leute, dass man hier außerhalb sich der Nursery immer noch glitchen kann. Früher war das ja eine Unterwasserwelt beim Ocean Egg. Da war das bestimmt auch richtig wild, ja, aber da wusste ich gar nicht, dass das geht. Da warst du halt unter Wasser geführt, aber hier ist es halt einfach nur dieser Wald. Ich packe jetzt hier mal ein Eck aus. Ich will jetzt mal wissen, ob das hier was bringt. Möchte ich mal sehen. Vielleicht hast du auch Pech und dieses Pad wird nicht anerkannt. Weißt du, was ich meine? Weil es sozusagen außerhalb der Map war. Weiß ich nicht. Probier es mal. Es wird nicht anerkannt einfach. Das ist einfach mal Mythos Nummer 11, ob das funktioniert. Ja. Nein. Leute, das waren die 10 Mythen und Secrets in Adopt Me, die ihr vielleicht auch schon hier und da kanntet. Wir kannten sie ja auch, weil Danja, wie gesagt, auch schon mal ein Mythos-Video gemacht hat anscheinend. Mythen-Video. Leute, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich brauche nicht mehr sagen. Vielleicht fallen euch ja noch Mythen ein. Dann gerne in die Kommentare. Sonst würde ich sagen, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Tschö. Tschö.